So, und da sind wir wieder bei Game Dev Tycoon. Und ich mache hier gerade das nächste, die Lebenssimulation auf dem PC mit der Spielengine 4. Weil wir haben ja gerade das Spiel im Spiel, Game Dev Tycoon. Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. In Game Dev Tycoon gemacht. Ja. Und da wir jetzt die Lebenssimulation auf dem PC machen, nennen wir sie nicht Sims, sondern Sims. Schreibt man aber mit Z. Sims. Yeah, Sims. Hört sich schon bescheuert an, der Name. Wiener Oasis wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Story Quests muss nicht rein. Mehrspielermodus gab es in Sims 2. Auf der PlayStation 2 auch. Fand ich eigentlich cool, aber muss nicht sein. In dem ersten Teil erst recht nicht. Komm, wir machen mal einen kleinen Messestand. Das können wir uns wohl noch leisten. Dialoge. Ja, muss jetzt nicht sein. Open World kann drin sein, wenn es eine Lebenssimulation ist. Und Tag-Nacht-Zyklus sowieso. So, jetzt kurz warten. Mega Games mit Sims. Ja, Besucherzahlen halten sich in Grenzen. Dabei ist Sims doch gut und schon wieder nicht in Top 100. So, ich warte noch kurz. Wiener Oasis wird nicht mehr unterstützt. So, und rein damit. Veröffentlichen. So, mal sehen, wie Sims finden. 6 zeigt Potenzial, Star Games. 5, sie sollten sich mehr auf die Technologie konzentrieren, Informed Gamer. 6, Leben und Simulation ist eine großartige Kombination, Game Hero. 7, nette Erfahrung, All Games. Ja, All Games ist immer nett zu mir im Moment. Forschung, neues Thema vielleicht. Virtuelles Haustier, ja, das könnte man auch machen, aber ich spare jetzt erstmal auf die 3D-Grafik Version 3. Das könnte gut werden. Hey Chef, ein guter Freund von mir ist in einer Organisation tätig, die sich für mehr Frauen in der Branche einsetzt. Sie suchen noch nach Sponsoren. Ich dachte mir, dass das eine super Chance für uns wäre. Möchtest du uns aushelfen? Möchtest du ihnen aushelfen? Ja komm, 50k habe ich wohl. Wer sich jetzt wundert, was das gerade für ein Geräusch war, ich habe getrunken. Und falls man es nicht gehört hat, kann man auch einfach vergessen. Wir haben soeben erfahren, dass Megagames eine Organisation finanziell unterstützt, die sich für mehr Frauen in der Technologiebranche einsetzt. Megatheos, der Geschäftsführer von Megagames, sagte, wir würden es begrüßen, wenn mehr Frauen in der Spielindustrie arbeiten. Ja. Ja, Zimt. Das geht doch wohl noch. Neuforschung, Multigenre. Oh, Multigenre. Aber ist auch für 80. Bossfights steht hier hinten. Neues Spiel entwickeln.
haben wir noch ein gutes Thema, das wir noch nicht reingemacht haben. Superhelden, Action, Plattform für PlaySystem, Spielengine 4. Davil versus MC. Also Marvel versus DC. Kommt danach noch ein Punkt? Keine Ahnung. Heroes. Grafik Version 2. Mehrspielermodus kann ruhig rein. Das kann wirklich ruhig rein. Ach, der will schon wieder ein Interview. Also ich denke mal nicht, das hat mehr auf Dialoge. Das muss mehr künstliche Intelligenz haben. Master Yi wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, da wird jetzt nur noch von Wiener alles vom Markt genommen. Danke für Ihre Zeit. In einem kürzlichen Interview mit Mega Games haben wir über das kommende Superhelden-Action-Spiel gesprochen. Gebrochen? Ach, wir haben gebrochen? Wir haben gebrochen. Okay. Und haben Firmengründer Megateros gefragt, wie unterschiedlich stark Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Megateros, dass künstliche Intelligenz besonders wichtig für so ein Spiel hat, ja. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, da ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja, Dialoge ein bisschen tiefer. Zimt wurde vom Markt genommen und hält sich auch in Grenzen von den Verkaufszahlen. Weltdesign ein bisschen runter. Open World könnte cool sein. Aber ich mache es nicht zu einem Open World Spiel. Ich denke, das ist eher so was wie Tekken oder so. So ein Kampfspiel. Weil da steht ja schon Versus im Titel. Ich baue jetzt auf Davil versus Misi. Na toll, jetzt kommen sie mit PlaySystem 2. Ja, ihr seid nett, ihr seid nett. Ich mache gerade für eure erste was. Dann macht ihr das einfach, ja. So, stellen wir das mal fertig. Und Spiel veröffentlichen. Master Yi wird nicht mehr unterstützt. Ich mag Star Games, also eine 6. 7 gute Spiele informed Gamer. 6 zeigt Potenzial, Game Hero. 7 nette Erfahrungen, All Games. Du machst einen Spielbericht. Ich habe halt genügend Forschungspunkte. Die Dreamvest von Wiener ist seit der Veröffentlichung eine der bestverkaufenden Konsolen der Geschichte. Die Verkaufszahlen sind jedoch aufgrund der anstehenden Veröffentlichung der PlaySystem 2 stark rückläufig. Falls die PlaySystem 2 den halb nach dem Verkaufsstart gerecht wird, dürfte sich Wiener in großen Schwierigkeiten befinden. Ja, das tun die wirklich. Und ich habe genügend Forschungspunkte. Und ich will es jetzt angehen. Ich will jetzt die 3D-Grafik Version 3 haben, aber ich kann es mir nicht leisten. Komm, muss sein, muss sein.
Software-Gigant Microsoft hat heute angekündigt, mit einer eigenen Konsole namens M-Box in den Markt einsteigen zu wollen. Die ersten Vorführungen waren sehr beeindruckend. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die M-Box gegen die populäre Dreamcast und der zuletzt angekündigten und lang ersehnten PlayStation 2 behaupten wird. Die M-Box kommt in den kommenden Monaten auf den Markt. Hoffen wir, dass die nicht so abgeht. Heute wurde die neue Plattform PlayStation 2 von Vonny veröffentlicht. Und da freut sich bestimmt gleich irgendein Fan drüber. Davl vs. Missy Heroes hält sich in Grenzen. Ja, Fans finden es toll, habe ich ja gesagt. Und Wiener ist eingebrochen. Eigene Ingens drin. Wann habe ich mir 2D Grafik Version 3? Ich habe 2D Grafik Version 3 reingetan. Fuck. Ich hab doch 3D Grafik gemacht. Ihr wollt mich doch verarschen. Irgendein Thema, irgendein Genre. Damit Mindestpunktstand 5. Irgendein Thema Rollenspiel. Werwolf-Abenteuer. Werwolf ist nicht erforscht. Ein Werwolf-Abenteuer für den Gameling. Du willst mich doch verarschen. Irgendein Thema Simulation. Alter, das kann ich. Jetzt mein Geld für irgendeine Scheiße ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ob ich eine Fortsetzung entwickeln soll bei so wenig Geld? Zu Bauerntölpel ging's gut bergauf. Komm, Bauerntölpel 2, Bauerntölpel 2. Und Plattform für den PC. Mit der Spielengine 4, die ich immer noch benutze. 3D-Grafik Version 2, die ich eigentlich nicht hatte. Ich hatte 3D-Grafik Version 3. Nicht die 2D-Grafik. Der Spielermodus kann raus. Direkt mal wieder ein Hype. Level Design ein bisschen tiefer. Felddesign kann ein bisschen tiefer, obwohl es eigentlich ja auch Open World. Tag-Nacht-Zyklus ist. Der muss jetzt einfach reinhauen wieder. Der Bauerntölpel. Kann ich mir das leisten? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich stehe schon wieder kurz vorm Bankrott. So, fertigstellen. In der 3D-Grafik wieder einen Stufenanstieg. Spiel veröffentlichen. Oh. Fuck. 7 wunderschön. Star Games. 6 eigenartig, aber gut. Informed Gamer. 5 hat seine Momente. Game Hero.
Zeigt Potenzial, All Games. Verkauf hält sich auch wieder in Grenzen. Mittelmäßige Bewertung. Ja. Ich krieg einfach kein Geld mehr rein. Ich brauche das Spiel. Das absolute Megaspiel überhaupt. Aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg ja nicht mal mehr Geld. So, das Werwolf-Abenteuer. Mit Mindestpunktstand 8. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Irgendein Thema Simulation. Kann man das schaffen? Sport, Simulation, PC, Spielengine 4. Sport Simulator. Wow. Die 3D-Grafik-Version 2, die ich immer noch benutzen muss. Mehr Spielermodus kann rein. Ach ja. Wer ist denn von uns am schlechtesten? Ja, so können wir das lassen, denke ich mal. Ja, Bauerntölpel ist schlechter als der erste Teil. Ich werde schon wieder fast bankrott gehen. Ich mach mal das hier, du machst das hier und du machst das hier. Ich werde gleich schon wieder rote Zahlen haben. Also einer von den beiden muss bald raus aus dem Team. Ja, ich habe rote Zahlen. Das Weltdesign macht der, der am meisten gerade zu tun hat. Nämlich ich. Open World kann raus. Tag-Nacht-Zyklus kann raus. Ich habe rote Zahlen, ich kann es nicht mehr schaffen. Ich werde jetzt gleich abkacken. Jetzt kann ich die Bugs noch raus tun, aber ob das reicht? Nein, das reicht ganz bestimmt nicht. So, fertigstellen. Das muss gut sein, das muss gut sein. Sonst habe ich verkackt, sonst bin ich weg. Für immer. So, jetzt hat er auch noch eine Gehaltserhöhung und ich verliere noch mehr Geld. So, Sportsimulator. Nein, das ist scheiße. Toll. Verkackt. Verkackt. Die geben mir nur 5. Ich kriege jetzt eine Strafe und habe verkackt. Verkackt. Hä? Wieso bin ich noch da? Ich bin immer noch da. Ja, ich glaube, ich verkaufe das. Auch wenn es
natürlich nett wäre, wenn ich das. Ah, geht doch. Und ich würde mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao.